Nachdem die Rinder wieder von den Alpen gekommen waren, konnte es beim Viehscheid in Bad Hindelang gemütlich werden. Da wurde gefeiert, gesungen und auch mal das ein oder andere Bier genossen. Und mittendrin der Finanzausschuss des Deutschen Landkreistages mitsamt Gastgeber Gebhard Kaiser. Herr Kaiser, der Landrat aus dem Oberallgäu, ist Mitglied des Finanzausschusses des Deutschen Landkreistages für Bayern. Und es geht bei uns reihrund, dass jeder einmal dran ist, eine solche Tagung auszurichten. Und Herr Kaiser hat über Jahre schon gesagt, wenn ich dran bin, dann gehen wir zum Viehscheid nach Hindelang. Und so sind wir hierher gekommen. Doch natürlich geht es bei der Tagung im Oberallgäu nicht nur um den Viehscheid, sondern vor allem um eines: Geld. Kreisfinanzen, Finanzausgleich, überhaupt Struktur des kommunalen Finanzausgleiches, Bemessungsgrundlagen vom Bund über die Länder zu den Kreisen, aber vor allen Dingen auch Krankenhauswesen, Behindertenfinanzierung, die gesamte Themenpalette, die man im kommunalen Raum so hat. Bereits gestern trafen sich die Mitglieder des Ausschusses im Gesundheitszentrum Immenstadt, um über die Finanzierung der Krankenhäuser zu sprechen. Denn die sei weder für dieses noch für das kommende Jahr gesichert. Hier seien vor allem die Krankenkassen in der Pflicht. Von ihnen fordert der Ausschuss zukünftig auf den Sparbeitrag zu verzichten, der bisher von den Krankenhäusern gezahlt werden muss. Auch wünschen sich die Landkreisvertreter mehr Unterstützung auf Bundesebene. Es geht immer auch um Strukturveränderungen, dass gewisse Teile eben doch mehr global finanziert werden oder auf Bundes- oder Landesebene gehen und nicht aus dem großen allgemeinen Topf des kommunalen Finanzausgleiches. Insgesamt stünden die Kommunen in diesem Jahr aber finanziell etwas besser da als 2011. Durchaus ein Grund, um sich auch einmal über die getane Arbeit zu freuen. Und das geht beim Hindelanger Viehscheid natürlich besonders gut. Denn schließlich sollen die halbjährigen Treffen des Ausschusses auch dazu dienen, die Kollegen und ihre jeweiligen Landkreise besser kennenzulernen. Die Menschen sind echt verwurzelt in ihrer Landschaft, zum Teil etwas sogar rührend, wie authentisch das Leben hier abgeht. Das Leben lebt nicht für den Tourismus, sondern der Tourismus geht mit dem normalen Leben ein Stück mit. Wunderschön. Wunderschön fanden wohl auch alle anderen Besucher den Viehscheid, egal ob Besucher oder Allgäuer.